Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr kennt das ja schon, das Prozedere mit dem Leo. Der schläft ja nicht ein, wenn ich mich nicht bewege. Deswegen bin ich ja ein bisschen am Hin- und Herwibbeln. Luca liegt in der Federwiege und ich wollte euch kurz berichten, wie unsere Nacht war nach der gestrigen Impfung. Denn wir hatten ja schon so unsere Bedenken. Wir haben ja von anderen auch gehört, dass die zweite Sechsfachimpfung in Verbindung auch noch mit der Pneumokokkenimpfung nicht unbedingt nebenwirkungsfrei bleibt. Also haben wir uns natürlich auf das Schlimmste eingestellt. Wir haben auch Fieberzäpfchen bekommen, also verschrieben bekommen. Wir waren in der Apotheke, haben die abgeholt, haben wir gewartet und gewartet. Und es gab kein Fieber. Also wir können es nicht beschweren. Auch dachte ich in der Nacht, ne, vielleicht kommt da noch mal was, vielleicht werden die zwei dann irgendwie wach und es wird noch mal ungemütlich, aber die haben wunderbar geschlafen. Leo war das erste Mal gegen kurz nach fünf wach und im Anschluss wurde Luca dann auch wach für seine erste Flasche und dann haben wir alle noch mal bis halb acht geschlafen. Es war also absolut beschwerdefrei. Natürlich waren die beiden gestern mehr als quengelig den Rest vom Tag über, aber es hätte deutlich schlimmer auflaufen können. Sagen wir es einfach mal so. Ja, ich war jetzt gerade schon duschen. In der Zeit hatte Julian mir den Rücken freigehalten mit den Mäusen hier. Jetzt halte ich Julian den Rücken frei, damit er duschen kann und sich in Ruhe fertig machen kann. Und dann wollen wir euch gleich gerne etwas zeigen, was wir jetzt schon mehrere Wochen getestet haben. Ohne etwas zu testen, können wir euch ja auch gar nicht sagen, wie unsere Erfahrungen damit sind. Ich werde mir jetzt erstmal noch einen Kaffee machen. Kleiner Tipp von mir, kauft euch niemals eine schwarze Kaffeemaschine. Man sieht jedes Staubkorn darauf und jedes Katzenhaar, was hier bei uns irgendwo durch die Wohnung fliegt. Die Maschine sieht also eigentlich, selbst wenn ich sie gerade frisch abgewischt habe, immer dreckig aus. Sandra hat es ja erwähnt. Und falls ihr euch erinnert, habe ich euch auch mal vor mittlerweile unzähligen Videos mal erzählt, dass unser Flur, der ja grundsätzlich dafür auch verwendet wird, wie Sandra gestern im letzten Video erwähnt hat, Dinge hinzustellen, damit man sie nicht vergisst, auch mal vollgestellt war mit einem riesigen Paket, wo ich euch damals schon gesagt habe, dabei handelt es sich um eine Kooperation, von der wir damals noch nicht viel sagen durften, jetzt aber viel sagen können. Und zwar, ich gehe mit euch jetzt bewusst ins Schlafzimmer. Ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, aber ihr dürft mir, ihr müsst mir versprechen, ihr dürft euch nicht über das Chaos beschweren. Ihr wisst, wir bleiben immer authentisch. Wir werden jetzt hier nicht ein super High-Fashion-Schlafzimmer einrichten, um das irgendwie super zu präsentieren. Das sind wir nicht, das tun wir auch nicht. Aber ich möchte euch unbedingt eine Sache erzählen, nämlich das hier. Also nicht das Bettzeug, sondern was sich da drunter befindet. Und zwar geht es nämlich hauptsächlich hierum, um eine wundervolle Matratze. So, jetzt wundert euch nicht, dass ich mich eben noch ins Bettzeug geschmissen habe und jetzt das Bett abgezogen habe. Das habe ich aber bewusst gemacht, um euch dieses Prachtstück einmal zu zeigen. Und zwar handelt es sich um die AirGrid-Matratze von Emma, die wir, ja, ich will nicht sagen, zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber wir haben sie ja tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben da einen wirklich tollen Partner gefunden, der uns diese Emma AirGrid-Matratze unter anderem zur Verfügung gestellt hat. Und die durften wir jetzt schon ein paar Nächte, es sind ja mittlerweile schon ein paar viele Nächte, schon einige Wochen, durften wir die jetzt testen. Und ich kann euch eine Sache sagen, es ist so eine schöne Sache. Wir hatten vorher uralte Matratzen, das muss man dazu sagen. Da bin ich irgendwann mal hingegangen und habe einen Topper gekauft, um diese alten Matratzen so ein bisschen auszugleichen. Und dann waren wir sowieso mit dem Gedanken am Spielen, uns irgendwann mal neue Matratzen zu kaufen. Und dann kam, wie der liebe Gott das wollte, der große Zufall auf uns zu, dass genau in dem Moment dann Emma mit uns auch Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, hey, habt ihr nicht Bock, unsere AirGrid-Matratze, habe ich das jetzt richtig, AirGrid-Matratze, ja, unsere AirGrid-Matratze zu testen.
und haben uns die dann eben vor einigen Wochen zugeschickt. Es ist ein unfassbar geiles Schlaferlebnis. Die ersten 2-3 Nächte waren noch etwas gewöhnungsbedürftig, weil sich diese Matratze erstmal richten musste und man erstmal schauen musste, dass die sich ja, ich sag mal, komplett ausatmet. Sagt man das so? Weil ich zeige euch hier mal diese Ecken, also hier diese Ränder, die waren halt am Anfang noch sehr, sehr weich und da hatte ich wirklich das Gefühl, so die ersten 2-3 Nächte, ich falle hier aus dem Bett, aber das hat sich relativ schnell gelegt, aber das ist bei jeder Matratze so, dass die sich erstmal so ein wenig gewöhnen und ausatmen muss. Aber jetzt nach so vielen Nächten kann ich euch wirklich sagen, ein so unfassbar geiles Schlaferlebnis. Das kann man einfach sagen, ihr werdet es wahrscheinlich auch an meinen Launen gemerkt haben, wie die immer wieder besser wurde, weil ich wirklich, wirklich auch gut schlafe. Aber das ist halt auch, es ist einfach eine unfassbar geile Matratze. Also erstens ist die, sie ist weich, wenn man darauf hüpfen möchte. Sie ist aber auch gleichzeitig, passt sie sich unten rum an, sie passt sich oben rum an, also Wirbelsäule, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schulter, Nacken. Ich würde euch jetzt gerne was im Stillen dazu sagen, aber ich kann leider nicht stehen bleiben, sonst wird Leo wach. Also für mich ist einfach ausschlaggebend Tatsache an der Matratze, dass ich nachts nicht mehr wach werde, wenn Julian sich umdreht. Unsere alte Matratze war so durchgelegen auch, dass es einfach... Ich bin jedes Mal wach geworden. Weil jedes Mal, wenn Julian sich nachts dachte, auch komm, die Position ist unordentlich. Die Position ist irgendwie ungemütlich und hat sich umgedreht, war ich hellwach. Und jetzt kriege ich es gar nicht mehr mit. Das ist aber nicht das Einzige, was wir von Emma zur Verfügung gestellt bekommen haben, sondern wir haben neben dieser Matratze auch noch, was man ja braucht, ist eine wunderbare Decke. Und wir haben auch noch eine super geile Bettdecke dazu bekommen, die Emma Classic Decke, die eben, und das finde ich persönlich mega, ich meine, das gibt es überall, das muss man ganz offen sagen, aber es ist halt hier einfach nochmal diese Besonderheit, dass es eine Decke ist. Ich packe die jetzt gleich hier mal aus dem Bettzeug aus, um euch die zu zeigen. Nämlich eine Sommer- und gleichzeitig Winterdecke. Das heißt, man kann sie auseinanderknöpfen oder zusammenknöpfen. Dann hat man im Winter eine doppelte Decke und im Sommer eine einzelne Decke. Einfach, ja, vorher hatten wir so extrem dicke Decken, weil Sandra scheinbar schnell friert, ich weiß es nicht, aber das war mir dann einfach im Sommer einfach zu warm. Und dann war es für mich halt doof, weil ich dann im Sommer entweder nur im Bezug geschlafen habe oder ohne Decke schlafen musste, was halt nicht dieses schöne, kuschelige Schlafgefühl gibt. Und deswegen sind wir echt froh, auch noch diese Bettdecke dazu bekommen zu haben. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal, indem ich den Bezug abnehme, weil mit dem Bezug könnt ihr logischerweise nichts sehen. Und das ist eben genau das, was ich hier meinte, dass man diese Decke, jetzt schaffe ich das natürlich mit einer Hand nicht, doch, dass man diese Decke hier mit einfachen Druckknöpfen aus einer Winterdecke, wie sie aktuell ist, weil es natürlich jetzt wieder kalt geworden ist, zu einer dünnen Sommerdecke machen kann, was halt wirklich einfach praktisch ist, weil man sich nicht irgendwie unterschiedliches Bettzeug zulegen muss. Jetzt gucke ich mal, ob ich das auch wieder zusammen, ja, das ging relativ schnell. Und es hat natürlich dann auch noch den Vorteil, nicht nur, dass ich im Sommer dünner schlafen kann oder im Winter mit einer dickeren Decke schlafen kann, sondern es ist natürlich auch zum Waschen wesentlich einfacher, wenn ich so eine fette Decke irgendwie in die Waschmaschine schmeiße, das werdet ihr wahrscheinlich alle schon mal erlebt haben, dann ist erstens die Waschmaschine voll, wenn überhaupt die Decke reinpasst. Und dann ist auch die Gefahr im Schleudergang, dass die Waschmaschine sich selbstständig macht. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil an diesen, ja, ich sag mal, trennbaren Decken, dass man sie auch einfach wesentlich einfacher und besser waschen kann. Emma hat aber nicht nur Matratzen, weil, wie ihr seht, haben wir ja auch schon eine Decke. Nein, Emma hat auch Kissen und Betten und eben auch Decken unter anderem. Und noch ein paar andere Accessoires. Da würde ich euch einfach mal empfehlen, in den Shop zu gehen und euch das alles anzuschauen. Bei Emma sind nämlich gerade auch Black Weeks und sowohl die Airgrid Matratze als auch unsere Decke sind bis zu 50% im Shop reduziert. Und mit unserem Rabattcode gibt es noch 5% on top. Das Beste ist, und deswegen kann ich euch auch nur den Tipp geben, das Ganze zumindest mal auszuprobieren, weil ich sage jetzt bewusst mal auszuprobieren, weil das muss ich sagen, das hat mich auch schon vor vielen Jahren, als das Ganze so mit Emma so größer wurde und interessanter wurde und präsenter wurde, was ich halt bei denen wirklich mega, mega geil finde, ist, du kannst dir die Matratze bestellen und 100 Tage testen. Und ich finde eben gerade 100 Tage, also über 3 Monate testen, da kann man wirklich auch
ja, bewusst, sage ich jetzt mal, eine wirklich fundierte Meinung zu abgeben. Und man kann sich auch wirklich davon überzeugen und eben nicht nur, wie es bei anderen vielleicht ist, irgendwie eine Woche testen oder 30 Tage. Weil ich finde, ein Körper braucht eine gewisse Zeit, sich an eine neue Matratze oder auch ein neues Schlafempfinden zu gewöhnen. Und das ist eben einer der größten Vorteile, wo ich euch wirklich sagen kann, probiert das Ganze mal aus. Ich meine, aufgrund dieser Black Week habt ihr eben jetzt gerade sowieso, ich sag mal, relativ kostengünstig die Möglichkeit, das auszuprobieren. 100 Tage testen, kostenloser Versand und falls es euch nicht gefällt, dann holt Emma diese Matratze auch wieder völlig kostenfrei bei euch ab. Das heißt, ihr habt gar keinen Arbeitsaufwand oder Kosten oder sonst irgendwas. Das macht das Ganze einfach wirklich unschlagbar, zumindest mal zu sagen, man testet das Ganze mal und man begibt sich in diesen wunderbaren Schlaf, den wir jetzt seit einigen Wochen schon genießen können. Während die Jungs jetzt hier so ein bisschen spielen im Laufstall, gibt's bei mir eine Kokos-Curry-Suppe zum Mittagessen. Diesmal nicht vom Bofrost, diesmal habe ich die bei Eismann bestellt, aber ich muss sagen, die Portionen sind winzig. Also das soll eine Portion sein. Normalerweise ist eine Portion für mich, wenn der Teller bis oben hin voll ist. Bei anderen Suppen hatte ich das auch, aber bei dieser irgendwie ist es nur eine halbe Portion. Also ich weiß nicht, wer davon satt werden soll. Vielleicht ist die für Kinder gedacht. Ja, schaut mal, was hier angekommen ist. Ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, weil Lukas Andickungspulver von Abdamil ist nämlich leer. Da haben wir eben die letzte Flasche mitgemacht. Und Leo hat es irgendwie hingekriegt. Ich hatte ihm das einfach nur vor ihn gelegt, dieses Äffchen, dieses Knisteräffchen. Und er hat es irgendwie geschafft, seine Hand da drauf zu machen und findet das gerade total lustig, dass das hier knistert. Bin froh, dass er sich jetzt ein bisschen selber beschäftigt, weil unser kleines Meckerkind hier, ich sag immer, du kleine Meckerliese, obwohl er natürlich kein Mädchen ist, aber ich verstehe das schon, weil er halt eigentlich ja nicht so gerne alleine hier im Laufstall liegt und schläft und spielt. Ich sage schläft, weil ich genau in dem Moment hier rüber geguckt habe und Luca hier gerade ein Schläfchen macht mit seinem Nachbarn, dem Buddha und den zwei Wasserflaschen. Ja, der Buddha reicht halt einfach nicht mehr aus. Und Leo ist begeistert vom Knisteräffchen. Und er stößt sich mittlerweile auch richtig ab, wie ihr seht. Also eigentlich möchte er gerne schon krabbeln oder irgendwie vorwärts kommen. Meistens meckert er danach auch, weil es eben nicht klappt. Weil er das mit den Händen halt einfach noch nicht so raus hat. Ich glaube, wenn er das mit den Händen schon besser hinkriegen würde, dann könnte er zumindest sich schon mal auch irgendwie auf alle Vieren stellen, sag ich mal. Ne? Also wie so ein Hund, ne? Aber so ist es halt etwas problematisch, wenn die Füßchen schon wollen und die Hände aber noch nicht wissen, was sie zu tun haben. Wäre jetzt auch keine Seltenheit, dass er, wenn er sich hier abstößt, mit dem Kopf vorne dann auf die Matratze fällt, weil er einfach vorne überkippt. Ne? Irgendwann legt er dann auch den Kopf ab, weil es ihm einfach zu anstrengend ist. Die Beinchen, die sind schon so stark. Aber zurück zu unserem DM-Paket. Es gab mal wieder Coupons von Glückskind oder wie das heißt. Da gibt es ja dann oft 20% auf Pampers oder was ich jetzt auch hatte, war 20% auf Babylove-Windeln. Dann dachte ich mir, komm, nimmst du davon auch mal eine Packung mit, weil für tagsüber, finde ich, reichen die auch aus. Haben wir zwar bis jetzt nicht benutzt bei den Jungs, aber bei Mirko habe ich die damals schon dann irgendwann tagsüber immer benutzt, weil die Pampers auf Dauer zu kaufen, finde ich, geht auf Dauer ja schon irgendwie ins Geld, ne? Gerade jetzt mit zwei Kindern sowieso. Und dann gab es auch noch einmal 20% auf Rascal and Friends, also habe ich davon auch noch eine Packung bestellt. Allerdings habe ich jetzt hier, ich glaube, bei allen dreien, ja, Vierer bestellt, weil aktuell tragen wir ja noch die Dreier, aber man weiß ja nie, wie lange noch und ich möchte auch nicht unendlich oft oder unendlich viele Dreierwindeln noch kaufen. Deswegen, wenn ich mir nicht sicher bin, wie lange wir noch haben, weil die Zweier jetzt ordentlich zugenommen haben auch, kaufe ich dann lieber schon die nächste Größe. Ich glaube, ich habe sogar in einer anderen Bestellung sogar schon 4 Plus bestellt, weil ich da Pants bestellt habe, die im Angebot waren. Und ich finde Pants, die zieht man ja, glaube ich, meistens erst an, wenn die Kinder schon laufen können oder fast laufen können. Deswegen dachte ich, wäre das dann besser. Dann habe ich hier auch einmal für Julian jede Menge Duschgel, denn
Der Herr des Hauses ist sehr reinlich und geht jeden Morgen und jeden Abend duschen. Und auch hier sage ich halt einfach, naja, wenn man da immer so teure Marken nimmt, wie Dusch das oder Axe oder was es da nicht alles gibt, dann wird das halt sehr teuer. Deswegen setze ich hier auch auf die Eigenmarke von DM. Dazu nehme ich immer das Sensitive Duschgel oder nicht immer, aber oft, weil ich einfach glaube, dass das vielleicht in irgendeiner Form helfen kann, dass Julian nicht irgendwann seinen Säureschutzmantel komplett zerlegt. Das möchte er natürlich nicht hören, aber deswegen gibt's halt eben das hier. Ich glaube, hier ist nur noch Füllmaterial. Dann kommen wir jetzt hier zum wichtigsten Teil, weswegen ich auch auf die Bestellung gewartet habe. Ich habe diesmal nämlich das komplett fertige Pulver gekauft für den Luca von Abdamil. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende günstiger ist, als wenn ich das HIP nehme und von Abdamil nur das Andickungsmittel nehme. Aber wir haben halt einfach gesagt, das ist total nervig, immer erst mit dem HIP die Flasche fertig zu machen, um danach noch eben dieses Andickungspulver noch zusätzlich reinzupacken. Deswegen versuchen wir uns jetzt einfach mal darin. Wir wechseln jetzt einfach seine Milchnahrung. In der Hoffnung, dass er sie halt auch so verträgt, wie wir uns das vorstellen. Aber auch hier ist es so, der Leo hat schon keine Lust mehr. Ich lese euch das hier aber noch gerade vor. Hier steht nämlich irgendwo auch drin, dass man das auch kurz ziehen lassen muss. Hier, Zubereitung. Jetzt dauert es nämlich keine 7 Minuten mehr, sondern wenn man hier direkt das fertige Pulver nimmt von Abdamil, dann dauert es eben nur 5 Minuten. Was natürlich auch perfekt ist, weil Luca auch sehr ungeduldig ist, wenn er Hunger hat. Bin mal gespannt. Ich hoffe halt, dass er keine Bauchschmerzen bekommt, weil wir ihn jetzt umstellen. Aber dadurch, dass er das Andickungsmittel auch schon gut vertragen hat und ich mir vorstellen kann, dass hier halt, dass es ähnlich ist, wäre es ja gut, wenn er das hier verträgt. Dann haben wir einfach für jedes Kind ein separates Pulver. Wollte ich am Anfang nicht, aber es ist dann doch irgendwie am Ende praktischer. Guten Morgen. Und willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben jetzt 7:45, aber ich hatte noch keinen Kaffee und ihr seht auch, dass es noch nicht draußen hell ist. Also gebt mir noch ein paar Minuten. Tja, richtig hell ist es jetzt irgendwie immer noch nicht. Luca ist jetzt mittlerweile auch wach. Der liegt im Laufstall und meckert gerade, weil Julian kurz zur Toilette ist. Was fällt ihm nur ein? Er hat Hunger, er möchte jetzt auch seine Frühstücksflasche haben. Ich habe jetzt den Leo hier schon in der Trage, weil, naja, also er hat nicht so viel gefrühstückt, wie ich mir erhofft hatte. Und war dann auch ziemlich schnell wieder müde. Wollte aber auch nicht in die Federwege. Also, was macht Mutti? Nimmt das Kind natürlich in die Trage. Ich bin gestern noch bei der Rückbildung gewesen. War wieder sehr anstrengend. Meine Hebamme macht ja die Rückbildung, deswegen bin ich froh, dass ich sie kenne auf jeden Fall. Also wenn das jetzt jemand Fremdes macht, bei ihr weiß ich auch, da bin ich an der richtigen Adresse. Und danach war hier auch der Tag auf jeden Fall zu Ende. Ich hatte die Kinder gestern Abend alleine ins Bett gebracht. War ich sehr stolz auf mich und ich war auch stolz auf die Kinder, dass sie das so gut mitgemacht haben, weil Julian eben noch keinen Auswärtstermin hatte. Und das hat super geklappt. Also ich hatte hier kein Schreikonzert. Die zwei waren richtig gut drauf. Die haben sich richtig gut von mir fertig machen lassen. Ich habe schon ungefähr eine Stunde, bevor ich die ins Bett bringen wollte, habe ich ungefähr angefangen. Ne? Also ich habe schon mal die Nachtflaschen gemacht, habe die Betten frisch bezogen, wenn man das so nennen kann. Wir haben da ja immer noch diese Molton-Tücher, damit das Spannbettlaken nicht immer direkt so alles abkriegt, falls der Luca doch mal wieder spuckt oder wenn der Leo auch mal viel sabbert oder so, dass nicht auch unsere neue Matratze dann direkt darunter leidet oder wir eben auch ständig das Bett beziehen müssten. Also mit Bett frisch beziehen für die Kinder meine ich, dass ich halt immer neue Molton-Tücher hinlege. Dann haben die nacheinander auch ihre Flasche getrunken und das hat alles wunderbar geklappt. Ich habe genau den Moment abgepasst, wo sie dann müde waren und habe sie beide gleichzeitig ins Bett gebracht. Die waren auch noch nicht beide ganz eingeschlafen, doch der Luca glaube ich schon, aber Leo war noch ein bisschen nölig im Bett. Der wollte noch nicht so ganz die Äuglein zumachen, aber da kam Julian nach Hause, hat mich abgelöst, damit ich schnell zur Rückbildung düsen konnte. Heute Morgen habe ich hier Juan und seine Gang. Ist für mich eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn es sprießt, sagen wir so, wenn meine Haut sprießt, dann heißt es eigentlich immer, dass bald meine Menstruation heranrückt. Dadurch, dass mein Zyklus halt so mega kaputt ist und der sich auch jetzt natürlich noch nicht eingependelt hat, ich aber ja durch das PCO auch vor der Schwangerschaft keinen richtigen Zyklus hatte. Ich bin heute, glaube ich, an Zyklustag 36. Periode ist noch nicht in Sicht. Aber die Ankündigung auf jeden Fall schon mal. Und ich muss auch sagen, ich habe seit ein paar Tagen auch echt immer Heißhunger abends.
Und auch das ist für mich ein Zeichen, dass es eigentlich bald so wieder so sein, dass es wieder bald so weit sein müsste. So. Der Papa ist gleich fertig, Schatz. Ja, ich laufe jetzt hier ein bisschen weiter, weil sonst wird Leo nämlich auch wieder wach. Und heute ist Donnerstag. Es tut mir sehr leid, dass ich mich so spät bei euch melde. Ich hatte jetzt den ganzen Vormittag, das ist nicht wahr, den halben Vormittag mit Arbeit zu tun. Den anderen halben Vormittag saß ich tatsächlich noch in Pyjama-Hose hier, weil ich habe mir beim letzten Mal gesagt, dass ich mir so dermaßen nachts den Hintern abfriere und deswegen so unförmig im Bett liege. Deswegen habe ich jetzt meine Pyjama-Hose wieder ausgekramt zum Schlafen. Und dann war es auch heute Nacht sehr angenehm. Und ich möchte euch eine Sache sagen. Ich hatte eine ganz wundervolle Nacht. Und wisst ihr auch warum? Normalerweise liegt ja Leo bei uns in der Mitte. Und das, ja, eigentlich von Beginn an. Ganz zu Beginn lagen ja beide noch bei uns mit im Bett. Und dann, weil irgendwie beide nicht im Beistellbett schlafen wollten oder konnten, wie auch immer, haben wir das Ganze ja irgendwann ausprobiert, wer schläft besser im Beistellbett, weil es passen ja leider nicht mehr beide ins Beistellbett. Und deswegen, seitdem schläft ja Leo bei uns im Bett und Luca im Beistellbett. Und letzte Nacht war es das erste Mal wieder so weit. Wir haben Leo nicht in die Mitte gelegt, sondern an den Rand mit unserem Rausfallschutz, den wir ja extra gekauft hatten, oder Sandra ihn extra gekauft haben, wir ihn irgendwie gefühlt 2 Monate gar nicht benutzt haben. Der lag einfach, war immer eingeklemmt an der Seite. Und es war für mich so ein wundervoller Schlaf, weil ich endlich mal wieder meine Frau abends in den Arm nehmen konnte oder auch nachts. Ich bin nachts mal wach geworden und dann habe ich mir gedacht, ach, guck mal, wer da liegt. Habe sie mir in den Arm genommen und bin friedlich wieder eingeschlafen. Das muss ich einfach mit euch teilen. Ich bin da so sentimental, was das angeht. Ich fand es einfach wunderschön, mal wieder mit meiner Frau im Arm einschlafen zu können. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen, habe meine Große aus der Kita abgeholt. Und mal abgesehen davon, dass ich nicht verstehen kann, wer so ein Wetter bestellt hat, dass es am Schütten irgendwie ist wie aus Eimern, wollte ich euch natürlich teilhaben lassen an meinem Mittagessen. Und alle von euch, die jetzt auf freche Art und Weise vermuten, dass ich hier jetzt eine Currywurst oder eine 5-Minuten-Terrine oder sonst irgendein fettiges Fertiggericht befindet, den möchte ich jetzt mal ein für alle Mal sagen, hört auf, so böse Sachen über mich zu denken. Ich esse Salat. Warum guckst du so? Weil der Zusatz noch fehlt. Da ist Fleisch drin. Nee, das meine ich nicht. Du hast mir aufgezwungen? Meine Frau hat mir einen Salat gekauft und gesagt, ich soll Vitamine essen. Warte, mach das nochmal. Meine Frau hat mir einen Salat gekauft, damit ich Vitamine esse. Das war super lippensynchron. Aber der schmeckt mir auch sehr gut. Das ist, auch, ist natürlich ein Fertigsalat, ne? Also wenn, dann bleibe ich schon der Linie treu. Aber der ist mit Pulled Pork und Nudeln und Apfel und Chili-Soße und Croutons. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich wollte euch aber noch eins sagen, und zwar vor allem der lieben Bernadette. Ich hoffe, man spricht den Namen Bernadette aus und nicht Bernadette. Dann hätte ich mich nämlich jetzt vertan. Auf jeden Fall eine von euch da draußen, die liebe Bernadette aus Österreich, die hatte sich jetzt gemeldet unter dem letzten Video. Ich hatte ja gesagt, wer kommentiert, der erhält dieses Mikrofon geschenkt. Es hatte noch jemand anders kommentiert. Darauf habe ich dann auch geantwortet, dass er uns doch bitte bei Instagram anschreiben soll. Da kam dann leider keine Antwort. Und ich muss dann so ein bisschen nach dem Nächsten gehen, weil ich habe dann 24 Stunden gewartet. Es kam leider keine Antwort. Also es tut mir sehr, sehr leid, wenn du da draußen dich jetzt angesprochen fühlst und dieses Mikrofon so gern gehabt hättest. Es tut mir leid, aber wir werden mit Sicherheit, mit großer Sicherheit, auch wieder irgendwann mal was, ich sag mal, verlosen oder verschenken, weil ich mir sowieso schon den ein oder anderen Gedanken gemacht habe, aber es noch nicht laut ausgesprochen habe, weil ich muss das natürlich auch mit meiner Partnerin, nicht nur meiner Frau, sondern auch meiner Partnerin besprechen, dass wir doch nochmal in irgendeiner Form für euch eine Art, ich sag mal, Gewinnspiel machen, weil wir natürlich möglichst viel auch einfach an euch als Community wieder zurückgeben möchten. Leute, ich habe Urlaub für die nächsten, ja, ich denke mal noch eine Stunde ungefähr. Denn vor einer Stunde ist Julian mit allen Kindern bis auf Luca zu seinen Eltern gefahren, zum Kaffee. Eigentlich wollte er nur Leo mitnehmen und seine Tochter natürlich. Aber dann meinte Mirko, wie, ihr fahrt zu Oma und Opa? Ja, dann möchte ich mitfahren. Ja,
Und Luca, der hat jetzt geschlafen in der Federwiege die ganze Zeit. Der ist jetzt zwar mittlerweile wieder wach, aber ist natürlich nach wie vor absolut ruhig. Ich habe hier gerade total die Ruhe weg. Bin einfach nur froh, dass ich einfach mal tief durchatmen kann. Ich habe schon eine Waschmaschine angemacht. Ich habe schon den Trockner ausgeräumt. Ich habe schon die ganze Wäsche weggefaltet und weggeräumt. Ich habe schon die Spülmaschine außen wieder eingeräumt. Ich hatte noch eine zweite DM-Bestellung bekommen. Die habe ich auch noch komplett verräumt. Habe dann nochmal ein bisschen Ordnung gemacht. Sieht ein bisschen aus wie eine Abstellkammer, ist es aber nicht. Das ist einfach wirklich, weil ich immer, wenn irgendwo was im Angebot ist, ich schon mal Vorrat kaufe. Eben auch, wie ich das schon erzählt hatte, hier in den Vierergrößen. Das ist auch 4, das ist auch 4. Hier auch zweimal Feuchttücher. Und die Big Packs hier hinten, das sind die noch in Größe 3. Ja gut, ich gebe zu, das hier sieht jetzt nicht so ordentlich aus. Aber da weiß ich jetzt auch gerade nicht so richtig, wohin damit. Die Bettschlange brauchen wir aktuell nicht. Hier ist halt der Stubenwagen noch, wo die Wickeltasche drauf liegt und der andere Maxi-Cosi, den ich ja jetzt nicht brauche, weil der Luca ja hier ist. Den anderen hat natürlich Leo mitgenommen. Ja, hat Julian für Leo mitgenommen. Hier sind halt ja auch überall noch Sachen von den Babys drin. Hier oben noch Klamotten, die noch nicht passen. Hier sind die Winteranzüge von denen drin. Und weiter unten sind halt wirklich auch alles noch Windelpakete in Größe 3 bzw. 4. Das war halt einfach super unordentlich alles und ich habe das einfach zumindest mal jetzt so gestapelt, dass auch alles dahin passt. Ich ärgere mich den ganzen Tag hier schon über Juan und seine Gang, aber ich gehe heute sowieso nirgendwo hin, deswegen ist es eigentlich relativ egal, vor allem wenn das nicht da wäre, würde es eigentlich einigermaßen gehen, aber wenn ich das jetzt überschminken würde, wird es halt auch noch schlimmer werden, ne? Also Pickel sind halt auch, oh, hier ist auch noch einer, sehe ich gerade. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt einfach meine Periode bekomme, denn dann hat sich das auch einfach gelohnt. Dann wird das auch ganz schnell wieder weggehen und meine Haut wird wieder ein bisschen besser aussehen. Ich nutze jetzt aber noch die Zeit, in der Luca ruhig ist und Julian mit den anderen Kindern noch weg ist und werde mir jetzt einfach ganz entspannt einen Kaffee zapfen. Draußen scheint die Sonne, werde mich auf den Balkon stellen mit einer Jacke, weil es wahrscheinlich tierisch kalt ist. Kurz zweimal an meinem nikotinfreien Dampfer ziehen, meinen Kaffee schlürfen und einfach nur mal kurz genießen, dass ich nur ein Kind hier habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal mich darüber freue, ein Kind zu haben. Denn früher habe ich halt immer gesagt, boah, es ist so anstrengend, seitdem ich ein Kind habe. Jetzt habe ich 3 Kinder und für mich ist es einfach Urlaub, wenn ich nur eins der Kinder hier habe. Schaut mal. Man kann doch nicht entspannter sein, oder? Der liegt hier einfach breitbeinig, fällt halb von der Couch runter. Also, so ein Leben hätte ich auch gerne. So ein Leben hätte ich auch gerne. Wir sind zwar wieder zu Hause, aber am gewohnten Bild hat sich leider nichts geändert. Er ist heute sehr, sehr, sehr liebesbedürftig. Ich finde das ja an sich auch nicht schlimm, aber das einzig Schlimme daran ist, dass man halt selber zu gar nichts kommt. Eben bei meinen Eltern hatte ich ihn auch die ganze Zeit rumgetragen. Er wollte aber dann auch nicht schlafen. Also er ist ja ruhig, solange man sich bewegt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich euch jetzt hier die ganze Zeit hin und her wippe. Aber er wollte auch nicht schlafen. So, und dann habe ich dann irgendwann, habe ich ihn dann zumindest mal auf der Couch ablegen können, damit er dann, oder damit ich auch mal meinem Rücken ein bisschen Pause geben kann, weil er wiegt halt auch keine 3 Kilo mehr, sondern er ist jetzt mit Sicherheit auch schon, wir haben ihn lange nicht mehr gewogen, aber mit Sicherheit auch schon bei 6 Kilo mindestens. Und irgendwann hat ihn meine Mutter dann genommen und die hatte ihn dann auch im Fliegergriff. Ich glaube, nach 10 Minuten bei meiner Mutter auf dem Arm ist er dann eingeschlafen. Zwar nur für 15 Minuten, es hat aber zumindest erstmal geholfen, dass er mal ein bisschen Ruhe kriegt und ein bisschen Energie tanken kann. Ich habe ihm dann hier gerade zu Hause eine Flasche gemacht, da hat er jetzt aber auch nicht so viel getrunken. Irgendwie guckt er auch hier gerade so ein bisschen skeptisch nach dem Motto, was macht mein Papa da eigentlich für ein Mist die ganze Zeit? Es ist jetzt auch schon 4:15. Im Moment haben wir relativ gute Erfahrungen damit gemacht, vorsichtig gesagt, die Kinder ein wenig früher hinzulegen. A, damit auch wir dann irgendwann mal unsere anderen Dinge erledigen können. Ich meine, Sandra sagte gerade, was sie alles geschafft hat in den 2 Stunden, die ich jetzt mit den anderen Kindern weg war. Aber es sind halt auch noch andere Sachen. Ich muss auch noch ein bisschen was arbeiten. Die großen Kinder brauchen dann auch Abendessen und das halt alles die ganze Zeit mit Hin- und Herlauferei immer wieder ins Wohnzimmer, weil ein Kind am Quengeln ist oder am Schreien ist oder Hunger hat oder die Windel voll hat oder sonst irgendwas, sind wir halt logischerweise, so sehr wir die Knirpse lieben, froh,
wenn dann auch irgendwann so ein Tag dann sich dem Ende neigt und auch mal man für sich ein bisschen Zeit hat. Und ich wollte halt deswegen sagen, gute Erfahrung gemacht, weil wenn wir sie um, ja, ich sag mal so 5:30 angefangen haben ins Bett zu bringen mit Flasche etc. und sie dann um 6 ungefähr, meistens dauert es dann so 20, 25, 30 Minuten, bis sie wirklich schlafen, dann ändert das nichts daran, wie lange sie schlafen. Das ist das Schöne. Sie werden dann trotzdem um, ich glaube, Leo war heute um 4:30 wach oder sowas und Luca war das erste Mal um 4:45 wach, aber die trinken halt dann eine Flasche und dann schlafen die nochmal bis 7:45, 7:30 oder wie Luca heute, der war dann nochmal wach. Ich habe ihm dann nochmal den Schnuller gegeben, so um 7:45 und dann hat er mich tatsächlich heute bis 9:15 schlafen lassen. Und deswegen, und das, obwohl er gestern noch früher im Bett war als sonst, weil ich war auf der Arbeit noch unterwegs. Sandra hatte ja ihren Spinning-Kurs, hätte ich beinahe gesagt, ihren Rückbildungskurs und hatte die Kinder dann irgendwie schon um 5:20 ins Bett gebracht. Und Luca war, als ich um 5:30 zu Hause ankam, war Luca schon am Schlafen und er hat halt einfach mal bis 9:15 geschlafen. Jetzt zieht euch das mal rein. Ich meine, da haben wir halt echt so ein unfassbares Glück. Tagsüber ist es und nachts ist es Naja, in dem Sinne würde ich jetzt auch sagen, damit ihr dieses Video gleich seht, beende ich den Vlog hier. Wahrscheinlich geht es euch auch auf den Keks, die ganze Zeit dieses Hin- und Her-Gewackele, aber das geht halt nicht anders. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, falls ihr es noch nicht getan habt und bis hierhin geschaut habt, euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und ihr dürft auch jederzeit ein kostenloses Abo dalassen. Wie gesagt, ist kostenlos, kostet euch nichts, außer ein wenig Liebe an uns, damit unsere Community stetig wächst und immer größer wird, weil wir machen das natürlich für euch und das macht es einfach natürlich auch noch mehr Spaß, umso mehr Leute dabei sind. Haut immer gerne die Kommentare voll, wir unterhalten uns super, super gerne mit euch in den Kommentaren über alles, was ihr wissen wollt oder wenn ihr uns Tipps gebt oder so. Es, wie gesagt, macht einen tierischen Spaß mit euch. Und dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ich schaff das. Ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'm